Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin 2 zusammen mit dem Xatzertrag. Namend. Dem Perrin. Hi. Und unserem Obermongo Scroll, der hier immer noch verflucht ist. Hi. Ich bin jetzt Perrin 2.0. Ja, mein Freund. Oh Gott, die Flash Dumbledores, es werden immer mehr. Hi. Ja, Graziana hey, ist zu Staub zerfallen. Weil sich der gute Scroll ja entschieden hat, er lässt das Seelengefäß lieber fallen, als der Graziana zurückzugeben. Die war viel zu gierig. Die hat 150 Millionen Jahre gewartet auf den Scheißding. Du und bist viel zu selbstverliebt, einfach nur. Ey, die war greediger als Scroll. Das muss schon was heißen. Ja, okay, aber wir haben ich den jemand, der ganz schön nicht. Holz und Zwerg. Verzieh dich, du Lappen. Ja, für uns eigentlich die ganze Zeit diese Fähigkeit Anführer, ey. So ein Mongo. So, können wir jetzt mal bitte... Irgendwer von euch wollte mit der Leia sprechen. Ich lieber nicht. Ich halte niemanden davon ab. Blood and bone. Fire and smoke. Death and worse. Hush now, Leia. They'll not hurt you again. You're safe now. Once Gareth gets back, we're going home. You'll see. He'll be fine. The woman rubs her neck, raking her nails across her skin as she whimpers. was tun Sie da mit Ihrem Hals? The dwarf starts at the sound of your voice, gripping the woman's arm for a moment before he relaxes. New faces. Hope you aren't bushwhacked by the magisters too. As for her neck, she's remembering the damnable source collar she once wore. Same style as yours. Lucky for us, she had the skills to remove them. There's many a sorcerer that's been freed thanks to her. The woman's eyes dart to your own neck. Choke us. They strangle us. Steal our voices. Maybe we should fortify this place. Make us down. Ja, ist in der Tat sehr, sehr unbequem. Können Sie ihn entfernen? She averts her eyes, staring at the ground. They'll have more luck getting Dallas to unlock them. The poor girl's not in her best mind without Gareth. Frage mich, ob ich hier irgendwie helfen könnte. I wish, friend, but there ain't nothing you can do, and there ain't nothing I can do. Gareth's the only one that brings her out of herself. Without him, she's... well. Duggan lays his hand on her shoulder, squeezing it tight as tears roll down her cheeks. Das dritte ist mies, ey. Es tut mir sehr leid, dir das sagen zu müssen, aber ich fürchte, Gareth ist tot. There's a moment of silence before a shuddering sob runs through her entire body. She throws herself into Duggan's arms as he stares at you in shock. Gareth? Dead? God's above. This one I thought this day could get no grimmer. Hush, girl, hush. I've got you. Hat jetzt nicht so den Verlauf genommen, den ich mir erwünscht habe. Wer ist Dallas? Ja, wer war Dallas? Mit Dallas hatten wir auch schon gesprochen. Dallas. Verdammt. Ich hab nicht mit Dallas gesprochen. Ja, war Dallas. Sieht nicht aus wie Dallas.
Hier ist Mattes. Der begibt sich die ganze Zeit. Er ist hart gepanzert. Mattes helfen kann? Verdammt, wer war der? Oh, hier ist Han Solo. War ziemlich jung. Verdammt, das geht gar nicht. Ja, ich spann das hier. Ich werde, glaube ich, nochmal mit Duggan oder wie er heißt, reden. Ich möchte wissen, wo wir Dallas finden können. Leute, ich habe was erfahren. Was denn? Ich habe jetzt hier gerade mit dem kleinen Jungen geredet. Und der kleine Junge hat mir gesagt, dass er erstens mal einen Untoten umgebracht hat, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so optimal fand, aber... reden ist so anstrengend, hey. Ich muss erstmal mich hier auf meine Knie stützen. Aber... das war schon mal mehr Form. Leia hat ihm den Ring entfernt. Und er macht sich jetzt, sobald seine Wunde wieder gut ist, auf die Suche nach Gareth. Also Gareth muss hier ein sehr, sehr großes Tier sein. Ja, jetzt ist er tot, ne? So groß war der nicht. Und so klug auch nicht. Shh, girl. Shh. Gareth roams the hall in peace now. With Lucien himself to guide and comfort him. She collapses into his arms. Sobbing uncontrollably as his face scrunches up in pain. Hush, girl, hush. I've got you. Okay. Offensichtlich habe ich die im Inventar. Habe ich sie? Also ich gerade gar nicht. Das Ding. Hast du tatsächlich, ja. Ja, das ist Amulett der Leere, oder was? Vermutlich, ne? Ja, weiß nicht. Ja, doch, ich bin ja ein herzensguter Mensch, auch wenn ich dann schlechteres Equip habe. Ne, das war Quellenhalsring, der kaputte. Echt? Ja. Thank you. This is a gift. Please let me give you one too. She reaches out. Hovering her hands over your collar, the metal starts to twist and contort. With a stream of tortured hinges, it falls broken to the ground. Whoop, whoop. No more silence. We all speak in our true voices now. Hello. So come. I think you'll sing. Ich bin frei! Tschüss, ihr Penner! Nein. Verdammt! Nice. Bei mir macht's es nicht. Mein Bug. Leute? Ja. Ich kann das jetzt eine Kette anheben, ey. Hör zu. Ich brauch mal kurz einen Heiler von euch. Kommt mal schnell mit, bitte. Ich kann heilen. Oh Gott. Und zwar habe ich mit ihr gerade geredet. Kann er noch mal, versucht mal den Dude hier zu heilen, den. Mattes! Warte, ja, ich will auch! Nice! Experience! Double Heal! Nice! Mattes, let me change your dressing.
könnte den Kleinen auch heilen hier, den Han. So much experience. Leute, könnt ihr den Han heilen? Moment, gleich, sofort. Such a hurry if you saw the kind of things the Magisters are doing. The kind of things they used against us. He shudders at the memory. They turn the living into shriekers. Crucified wretches that unleash. Und den hier, den Cloud. Ja, Cloud und Simone noch, ne? Dauert mal einen Moment. Bring them all back from the brink. Gute Arbeit, Leute. Das war doch das Mindeste, was ich für dich tun konnte. Was ist dir zugestoßen? I don't remember much. I barely had time to realize the Magisters were attacking before I was injured. The last thing I saw were these things, these shriekers. Those Magisters are gonna pay in blood for what they did to us. If my mother were here, she'd box my ears for not being able to thank you properly. Though I reckon that walloping from the Reds was punishment enough. Take this, at least. You'll have to do. Thank you. How do you have so much power? I'm alive. Freunde, ich denke, wir sollten nochmal zu Brackes Waffenkammer gehen. Raimus! Was ist los, Perrin? Ich hab hier was für dich. Geht um Blut und Feuer, das magst du doch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Habe ich das jetzt richtig mitgekriegt, Rahimus? Du bist befreit von deinem in der Ring Tat. Um den Hals. Und ja. Warum? Ich habe das zerbrochene Halsband von Gareth an Leia übergeben. Darüber war sie so dankbar, dass sie von lauter Freude, Trauer, whatever, mein Halsband zerstört und entfernt hat. Einfach jetzt so. Ist die Frage, wie kriegen wir anderen das auch hin? Ja, vielleicht einfach ich würde reden. Sagen, wir gehen in die Waffenkammer. Ich bin jetzt wieder in der Lage, Magiepunkte einzusetzen. Ist hier denn nochmal? Und wenn wir dort die mächtigen Waffen finden, können wir die vielleicht hier weitergeben und man hilft uns mehr. Oder vielleicht können wir durch die Waffen selbst die Halsringe entfernen. Oder wir sind krass mächtig. So eine gute Idee. Dann oder wir behalten die Waffen einfach für uns. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Gute auf jeden Fall sollten wir erstmal zur Waffenkammer gehen, würde ich sagen. Ja, dann los. Ab zum verlassenen Lager und von dort aus geht's weiter. Sekunde. Alles klar. Willst du was verkaufen? Das ist eine sehr gute Idee. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Aber jetzt bin ich schon hier. Die Deppen werden schon gleich hinterherkommen. Gesundheit. Gesundheit. Was habe ich bis hier gehört? Gesundheit. Verlassenes Barg, aber. Ja, ich bin hier. Warte mal, die Essenzen brauchten wir für irgendwas, gell? Ja. Ja! Du Mongo, ey. Ich bin halt schon am Arsch der Welt. Hey, ich bin ja am verlassenen Lager, wo seid ihr? Hallo? Hier ist keiner. Noch ein verlassenes Lager. So. Warten wir mal auf die anderen. Nee, es gibt ein verlassenes Lager. Oh, warte mal. Voll dumm. Kleiner Tipp. Es gibt einen Wegpunkt direkt hier in der verfallenen Burg. Daran habe ich natürlich gedacht. Ich glaube, er ist in der verfallenen Burg. Ah, okay, hallo. Idiot. Ah, da liegt ja Gareth. Wow. Ja, da war ich nicht so gut. Wow. Oh, ich komme nicht durch die. Oh, hier wird was gebracht. Ja, bedankst dich nicht mehr mit deiner Parent-Stimme. Hab ich. Habt ihr mich gehört? Oh, das ist Xazadrak bei mir. Das ist ja gar nicht Parent hier. Ich bin schon unten. Warte, wie weißt du, bist schon unten? Wann bist du an mir vorbeigegangen? Ja, ich bin flink. Glaubst du gar nicht, wa?
Peril, mein Freund, wie bist du hierher gekommen? Meinen Füßen. Slash TP. Oh, ich bin quellendurchtränkt. Ich fühle mich mächtig. Okay. Mächtig, mächtig bist du. Dann zauber mal. Ich würde sagen, der gute Skrull ist mittlerweile auch da. Der Skrull ist ja auch verflucht, kannst du den vielleicht auch mal halten? Kannst du mal versuchen, mich zu segnen? Das wäre eine Möglichkeit. Ich krasser Scheiß. Bloody Ring, it's loose. Get off me and stay off. Lol. War recht erfolgreich aus. Was jetzt? Ich muss mich kurz neue Quellen durchtränken. Was passiert? Sein Debuff wird weg sein. Kroll, was ist los? Ah, nichts, das ist okay. Sprich mit uns. Nee, alles ist gut. Du siehst so gesund aus plötzlich. Also. So, lasst uns. 300 EP, das ist gar nichts. 2100 XP. Ach, dein Ernst. 100 XP fehlt zum Level Up. Leute. Macht langsam, Schrein des Brachos Rex. Macht euch kampfbereit. Ja, yes. Erstmal möchtest du mit aus. Mach erstmal die Feuerschale an. Und dann noch. Möchtest du das Gespräch führen, Scroll? Ich muss sagen, ich fühle mich fit. Dann. Ich bin munter. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht machen solltest mit deinem hier. Ach komm, I don't give a damn. Bald unser Buff geht gleich weg. Warte. Ich wollte dir zuhören. Ich weiß nicht, vielleicht kennt sich einer von euch ein bisschen besser mit Runen aus. Aber ich untersuche den Schrein auf jeden Fall mal kurz hier. The runes are in no language you understand or recognize. The shrine seems completely inert. Ich halte es zwar für keine gute Idee, mein wundervolles Werkzeug, also meine Hände irgendwie darin vielleicht kaputt zu machen, aber. Your fingertips tingle as you reach out to the shrine. You feel power stir in your chest, but you feel lacking, like a cup waiting to be filled. Okay. Ich glaube, ich fühle mich leer. Fühlst dich leer? Fühlst du dich gebunden? Oder unterdrückt durch dein Halsband vielleicht? Oh, ja, komm, Raimus, du möchtest doch. Moment, lass mich kurz was ausprobieren. Alles klar. Lass mich ganz kurz bitte was ausprobieren. Tu das. Ich lass mich noch einmal kurz Quellen durchtränken. Warum bist du wieder verflucht? Ich bin sofort wieder da, Freunde. Was ist bei dir los jetzt? Ah, oh, Mann, Sascha. Hier. Raimus, ich brauch nochmal kurz. Kannst du mich mal kurz debuffen nochmal? Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Ich hatte die Vermutung, dass vielleicht der Ring. Ich tippe eher, der Halsring hindert dich daran, dass du damit interagieren kannst. Darum werde ich jetzt mal daran gehen. Naja, ist ja okay. Kannst Ratten. Ratte, komm her. Ratte. Und ich habe Angst davor, was passiert mit. I dare you, motherfucker. Ratte. Ratte, tu. Ihr seid solche Rutschblut. Blut. Sie hat nur Rattenschwanz. Objects. Viel wert. The shrine seems completely inert. Raimus, Hand drauf. You swell up, filling your chest, yearning to be free. Ja, ich werde die Kraft sammeln, die in mich hineinfließt. Nee, du musst aber fortgehen. Und die Quellenmagie in meinen Fingerspitzen beschwören. Your power flows from your chest and into your hands. Green tendrils of power slithering from your fingertips across the shrine. Das ist ziemlich eklig. What the fuck? Was? Wo Stufen aufstehen? Wartet, bevor wir damit irgendwas machen. Ich möchte mein Level Up durchführen. Der Curry wollte es stärker. Ich hab's. Oh, was haben wir gefunden? Ein Helm. Der ist schlechter als meine. Gewaltfertigkeit, Läuterung. Cool. Sascha, kurz off topic. Ja. Du sollst Ding irgendwas skillen, was du skillen willst. Ja, da habe ich tatsächlich dran gedacht, aber vielen Dank für den Hinweis. Gut. Ich bin so dezent stärker als vorher. 4 neue Ausrüstungsgegenstände.
So, und was? Sie haben Blut gefunden, oder was? Ja, ein Helm der Tyrannei. Okay. Der passt voll zu meiner Rüstung, aber... Die Waffenkammer ist geschlossen. Wenn mal Helm der Tyrannei heißt, das ist das ein Artefakt, das wir gefunden haben. Genau, und Herz der Tyrannen ist das, was ich schon vorher gefunden hatte. Zett. Vor allem, Quest der Halsring, Rahimus, geschlossen. Letzter Eintrag, mein Quellenhalsring wurde entfernt. Ausrufezeichen, alles klar. Nice. Geil. Bei mir steht, Allegis kann sie mir erst helfen, wenn ihr Anführer Gareth zurückgekehrt ist. Ja, das ist natürlich suboptimal. Kann ich Oh mein Gott, kann ich vielleicht... Ich konnte eben gerade hier mit den Leichen interagieren. Entweder Gareth wiederbeleben oder uns den Quellenhalsring entfernen. Meinst du, das wäre möglich? Ich warte mal, Quellen durchdrängt. Jetzt möchte ich einmal segnen. Ich kann ne... Können wir mit dem Ding irgendwie interagieren? Okay, das bringt nichts. Mal versuchen, mich zu segnen? Ja. Harry, kannst du damit irgendwas machen? Mit was? Im Schrein? Ich hab kurz cool. Ich hab da was rausgenommen. Das hat sie schon beleuchtet. Und was? Den Helm der Tyrannei. Kannst du den mir mal zeigen? Ich setz ihn mal auf. Der wird ganz schön warm. Du bist gebläst. Ja, das ist was sehr schön. Kannst du ihn vielleicht mal nicht mir zeigen in deiner Tasche? Achso, sag das gleich. Hab ich in meine Tasche gelegt, zeig's dir. Gruppierter Tyrann, ja. Freunde, was wolltet ihr sagen? Was machen wir als nächstes? Kannst du mir den ganz kurz mal geben, vielleicht? Nee, eigentlich nicht so. Ja, okay, dann. Rahimus. Versuch mal, hier unseren Perrin zu segnen. Warum? Mit dem Helm auf. Ist geschehen. Okay, dann gehen wir weiter. Ich fühle mich gesegnet. Vielleicht ist das erstmal einen anderen Helm an. Irgendwas hier mitmachen? Nö. Ich hab den Helm da rausgenommen. Das war's. Ja, was nutzt denn der Helm? Der kann läutern. Ohne Aufladung. Ah. Also endlos läutern. Problem, du hast halt durchgehend Debuff warm. Das ist jetzt nicht so. Mir ist warm halt. Ja, aber das ist ja nicht die Problematik, oder? Ja, das wollen wir dann vielleicht die Läuterungsmacht mal gegen den Einkreischer, den wir hier haben, testen? Ja, hier oben. Bei mir ist er hier. Ich mach Volltest. Kunde. Gott, er wird sterben. Warte. Ich will hier, glaube ich, oben hin. Oh, wo will ich das? Nee, von hier oben kann ich nicht sehen. Ich will wieder runterkommen. Okay, was passiert? Ein Quellenmagie-Punkt. Der ist einfach komplett weg. Und der hatte nichts in seinem Inventar. Oh, ein Todessucher. I feel really mighty. Alles klar. Ein totes Eichhörnchen. Das ist krass. Meint ihr, wir sollten uns zum Richtung Hafen wagen? Naja, ja, aber ich irgendwie. Warte mal, da vorne war gerade noch was. Wo geht Talin jetzt hin? Ich würde tippen, sie kehrt jetzt zum Dorf zurück. Nachdem. Was du sagen wahrscheinlich. Warte. Das sind böse Gegnertypen. Tatsächlich würde ich die gerne mal hier. Okay. Aber ich lege erst meinen Helm wieder ab. Schlecht. Hilfe. Ich bin ja, da. Das ist Kampfra- nee, ich, bin ich, da. Würde, ich würde fliehen. Kampfra- nein, fliehen. Wir fliehen da nicht, wir gehen da rein. Was? Das ist nein, nicht die beste Kampfposition. Das ist die schlechteste Kampfposition, die wir was hatten. Dummerweise bin ich jetzt auch reingelaufen. Alle reingelaufen, aber wir können wahrscheinlich direkt rausrennen. Ja, ich denke auch. Sollten wir machen. Ja. Warum? Ich würde gerne gesagt, wir töten die. Alter, warum? Hier geht's doch runter. Wo geht's runter? Hier, das sind verschenkte Züge, wo wir Schaden kriegen werden. Die kommen niemals dorthin, die laufen uns entgegen, wetten wir? Die haben nur einen Bogen, die haben zwei Bogenschützen. Aber haben wir die schon mal getötet? Nein. Kommt das übelst bekannt vor? Das sind irgendwelche Skelette. Die haben wir noch nicht getötet. Aber wir sind dran vorbeigelaufen. Ne? Ja, und vor allen Dingen, die sind Level 4. Ja. Also ich spüre, dass sie nicht stark sind. Er kennt sie mit Grippen aus. Ja. Meinetwegen. Okay, das ist fast tot. Da lasst uns den Kampf wagen. Seht ihr, das meine ich.
Und wir haben zwei Nahkämpfer. Toter Zwerg. Der kleine Dicke. Ich habe Lust, dass die Säbelrassler einfach Knüppel in den Händen haben. Lasst aber hier oben auf sie warten, dass sie zu uns hochkommen. Ja gut, er kann nicht. Weg ist unterbrochen, sagt er mir. Ach komm, da ist Eis. Warum ist da fucking Eis? Oh, Kartvertrag. Was? Warum ist hier Eis, du Lurchi? Weil das halt von einem Scharfschützen abgeschossen wurde mit Eispfeilen. Das stimmt, das war der Grund, ja. Wait, fight! Warum glaube ich, dass unser guter Dude nicht auf mich hören wird und auf sie wartet? Unser guter Dude. Engage! Ja, schon wieder so ein hässliches kleines Vieh. Oder ich kann mit. Denn ich komme dir, wo ich bin. Ganz merkwürdig. Okay, Xerxes-Attack ist noch full life. Bringt nichts. Ja, alles gut. Ich bin auch noch. Ich mach gleich. Ja, ich kann mit meiner Inkarnation regenerieren, darum. Achso. Oder meine Inkarnation ist nochmal dran, alles klar. Der hat ihm, glaube ich, einen krassen Inni-Wert, oder? Muss irgendwie. Ja, 20. Inni. Hey, boah, 200 Experience, Alter. Heftig. Ja, von 56.000, die wir brauchen. Aber vielleicht haben wir ja gar 56.000. Fucking okay, shit. Ich würde gerne mal wieder aufstehen. Nächster Zug. Wow. Aua. Boah, Alter, der rusht da aber hoch. Ein ja. Zwerg. Ja, Pyroformen. Alter, wie weit kann er laufen? So, der kann weit laufen, dieser Zwerg. Ja, Zwerge sind echte Sprinter, habe ich mal gehört. Echt? So auf weite Strecken kommen die so gut. Du immer für Sachen hörst. Ja, habe ich mal aus einer Legende gehört von so einem Typen mit so einem Ring. Ich habe immer gehört, dass die Zwerge haben immer Kisten gekriegt, um über Mauern zu gucken. Okay. Passt sogar wirklich. Gedamm! Und... Gedutsch! Nice. Damit sollten beide tot sein gleich. Auf die Fresse! So wie ich es dir beigebracht habe. Mein Sohn. An den komme ich leider nicht mehr ran. Stelle ich mich zu ihm hin. Wow. Eine feige Kröte. Please no. Ah, das Wasser ist weg. Das Eis ist weg. Nice. Hooray! Kampf ist fast zu Ende, aber Eis ist weg. Das ist wichtig. Hey, Scroll, mach mal den da unten tot. Der piekst mich die ganze Zeit im Po. Ich komm da nicht hin, sorry, Dude. Dann lauf weiter. Nee, ich lauf nicht. Warte mal. Gut. Ich kann ihn leider nicht zum Schlafen bringen, tut mir leid. Dann schläft den anderen ein. Ist auch okay. Voll nicht Leute, bei 23. Ja, der stirbt davon wahrscheinlich. Nope. Ah, ne, der stirbt nicht. Ah, das macht ja nur magische Rüstung weg. Ah, verdammt. Egal, jetzt schläft er. Ja. Oh yeah. Oh, ich hab noch einen Punkt. Was hast du jetzt gemacht? Nobody knows. Durchdrängt. Komm, so. War klar. Zack, voll auf die Fresse. Du nervst. Bam. Oh, das ist klar. So macht man das in der NBA. NFL. Was ist denn die NFL?
Wow. So macht man das in der NBA. Das ist gut. Nutzlos, nutzlos. Ja, deine Drecksvieh. Wo ist denn der Gegner? Ich sehe den nicht. Unten. Ja, ach, sag nicht! Da. Ja, da komme ich aber auch nicht ran. Ja, dann mach einen Turn. Egal, ich kann ihn gleich niederknüppeln. Boah, kommt auch noch. Ja, ey, geh mal von da unten weg, Junge. Ach, da ist der Dude. Batz! Also lauf da bitte weg, sonst kann da niemand mehr runterklettern. Hey, ich blockiere das doch nicht. Wetten wir. Aber gut. Das hat sich voll gelohnt, nicht? Tja. Das kostet, ich hab keinen Schaden genommen. Kostet 0 AP, da runter zu klettern, alles klar. Nee, ich hatte noch keinen Schaden. Nicht? Ich habe eine komplette Rüstung, wie soll ich Schaden genommen haben? Magic. Ich hab 50. Hä? Da, warum hat der Typ einen Bart? Habe ich mich auch schon gefragt. Warum schleichst du da so rum, ey? Bin unauffällig gewesen. Ja, total. Oh Gott. Mach doch einfach jetzt noch beenden, ey. Nein. No can do this. Sehr gut. Zack, voll auf die Arme. Jetzt mach ich zu beenden. Oh, jetzt. In the face! Bam! Nice! Geek. Erstmal. Da war der Finger schon. Gut, Leute! Damit hatten wir tatsächlich mal wieder einen erfolgreichen Fight. Das ist unglaublich. Unerwarteterweise wurde ich von meinem Quellenhalsring befreit. Das hat mich auch zugegebenermaßen gewundert. Ich freue mich drüber. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal, was wir machen. Vermutlich gehen wir Richtung Hafen, hier im Norden. Und Richtung Hamburg. Wech. Auf jeden Fall sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schaut bei Scroll vorbei und haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss.